Auf den ersten Blick wirkt er ganz harmlos. Matthias Ilgen, SPD-Politiker aus Schleswig-Holstein. Und jetzt einer von 230 neuen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Aber wenn Matthias Ilgen seine Brille abnimmt, dann kann es gefährlich werden. Matthias, Rüdiger, Freiherr von Ilgen! Bis vor einem Jahr zog der SPD-Politiker als Wrestler durch die Lande. Seine Gegner nimmt er knallhart ran und scheut keine fiesen Tricks, um sie zu bezwingen. Wenn Ilgen selbst zu Boden geht, ist Jubel garantiert. Denn in der Showwelt des Wrestlings ist er immer der Böse. Das ist ja, ich sag mal, mein alter Ego, also ein ich sag mal, sehr überspitztes Gegenteil von dem, wie ich eigentlich sonst so bin. Aber es macht schon Spaß, die Rolle darzustellen und mal derjenige zu sein, der auch mal ein bisschen Dampf ablassen kann, die Sau rauslassen kann, ein bisschen die fiesere Spielart drauf hat, sage ich mal. In seinem anderen Leben ist er hier zu Hause. Husum, die kleine Stadt direkt an der Nordsee, ist Ilgens Wahlkreis. Die meisten Husumer kennen ihn nur als freundlichen Kommunalpolitiker. Ja, alles soweit. Selber alles gut, oder? Seine politischen Weggefährten aber wissen von Ilgens Doppelleben als fieser Freiherr, auch der Husumer Bürgermeister. Aber wann kommst du denn jetzt irgendwie dazu, den Staat zu regieren, wenn du immer nur hier als Wrestler irgendwie durch die ganze Stadt rennst und so? Ja, das ist eine gute Frage. Der Bürgermeister ist überzeugt, Ilgens ungewöhnliches Hobby werde ihm in Berlin sicher zugutekommen. Finde ich grandios. Und die Tatsache, dass er so eine interessante sportliche Vorkarriere hat, hat ihn ja nun in den letzten Wochen für die Medien total interessant gemacht. Also nicht wie ein Normaler kommt er da hinten hin und setzt sich da hin, sondern ist gleich in aller Munde und weltbekannt. Finde ich klasse. Anders als der Wrestler möchte der Politiker Ilgen durchaus gemocht werden. Deshalb ist er oft in seinem Wahlkreis unterwegs. Er will hören, was die Menschen bewegt. Auch diejenigen, die offenbar nicht zur Stammklientel der SPD gehören. Ich muss ja, wie gesagt, meine Steuern bezahlen. Manchmal habe ich ja das Gefühl, ich finanziere den ganzen Staat alleine. Ja, dann wollen wir aber nicht weiter stören. Also, wir sehen uns. Na, tschüss. Ja, tschüss. Dass er im Ring schwere Brocken bewegen kann, hat Ilgen oft gezeigt. Jetzt aber soll er Fingerspitzengefühl beweisen beim Krabbenpoolen. Einmal zeigen. Kopf festhalten, ja. Drehen und rausziehen. Abziehen? Okay. Am Schwanz abziehen. Am Schwanz abziehen. Achso, ja, habe ich gleich auseinandergerissen. Ich bin ja nicht besonders fähig zu. In der Tat, seine Fähigkeiten sind eher gröberer Natur, verbunden mit viel Theatralik. Helmut Schmidt hat mal diesen Spruch geprägt, dass Politiker sind Staatsschauspieler, war das. Da ist natürlich was dran, also ein bisschen Inszenierung, wenn sie vor Publikum auftreten, sprechen und so weiter, gehört dazu. Da kann man auch eine Menge lernen, also wenn man so einen Auftritt vor 300, 400, 500.000 Leuten im Ring sozusagen drauf hat, ist das auch eine Plattform, dass man also frei eine Rede halten kann vor einem Bundestagsplenum. Aber so weit ist es noch nicht. Als neues Mitglied der SPD-Fraktion ist Ilgen erst einmal Hinterbänkler. Trotzdem haben viele Parlamentarierkollegen bereits von dem ehemaligen Wrestler aus Friesland gehört. Eine reizvolle zusätzliche Darstellung des deutschen Volkes in seiner Fülle und Breite. Aber hier wird er nicht wresteln, sondern hier wird er politisch kräftig mitarbeiten. Darauf kommt es an, das ist entscheidend. Matthias Ilgen möchte sich im Bundestag vor allem um die Themen Wirtschaft und Infrastruktur kümmern und für eine gerechtere, solidarische Gesellschaft kämpfen. Ein Kampf, bei dem es auf andere Dinge ankommt als rohe Kräfte. Hier ist es natürlich die Sprache, die vor allem sozusagen das federführende Instrument ist. Im Ring sieht das anders aus. Seinen Kampfanzug hat Matthias Ilgen vorerst an den Nagel gehängt. Denn als Abgeordneter bleibe ihm für das aufwendige Wrestling-Training einfach keine Zeit mehr. Deshalb will der 29-Jährige künftig nur noch im Bundestag seinen Mann stehen und hofft dabei, anders als im Ring, keine Buhrufe zu ernten.